Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute die neue Mitsubishi MU-2B an, welche im Rahmen der Logo Legends Reihe jetzt veröffentlicht wurde. Das Flugzeug kann man für rund 15 Euro im Marktplatz kaufen. Wer die Premium Edition vom Flugsimulator hat, der bekommt das Flugzeug sogar für knapp 10 Euro. Das Flugzeug wird zwar vertrieben von Microsoft, wird aber von Inibills entwickelt. Und Inibills macht ja eigentlich doch ganz gute Flugzeuge. Auch hier muss ich vorneweg sagen, dass das Produkt einfach im Gesamtpaket gesehen für den Preis ein Top-Preis-Leistungsverhältnis hat, obwohl mich auch so ein, zwei Sachen stören. Aber als Gesamtpaket gesehen, wie gesagt, ist es das Geld absolut wert. Und das Produkt hat in meinen Augen eine doch überdurchschnittliche Qualität. Es ist nicht alles simuliert. Ja, und in meinen Augen ist der Sound so ein bisschen der Schwachpunkt hier. Er klingt einfach sehr dünn, bin ich der Meinung. Aber das kann ich immer unheimlich schwer beurteilen, weil ich halt nicht weiß, wie das Flugzeug wirklich klingt. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Flugzeug in echt draußen klingt. Und das ist wirklich dann schwer zu beurteilen. Aber es klingt sehr, sehr dünn im Vergleich halt zu anderen Turboprops aus dem Microsoft Flight Simulator. Das kann man so sagen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Außenmodell an, welches in meinen Augen absolut okay ist. Also ich finde hier keine Fehler jetzt, keine großen Lücken oder irgendwie sowas. Und da hat Inibills ja eigentlich auch nie groß Probleme mit, bin ich der Meinung. Ja, mit dem Außenmodell, mit den Texturen, auch mit dem Cockpit nicht. Und zu dem Flugzeug sollte man wissen, das Teil stammt aus den Ende 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ist also schon ganzes Ende alt. Ja, und ist eigentlich mit seinen zwei Turboprop-Engines ganz schön überdimensioniert, also overpowered eigentlich. Das Flugzeug wurde aber teilweise auch vom Militär benutzt, aber das Teil geht ab wie Schmitz Katze im Take-Off-Lauf. Hat aber komischerweise relativ hohe Start- und Landegeschwindigkeiten für die Größe des Flugzeuges. Ja, also es hat eigentlich höhere Start- und Landegeschwindigkeiten als zum Beispiel die King Air. Und das Flugzeug ist hier eigentlich nur 12 Meter lang. Ja, und dafür ist es relativ schnell, was wir hier anfliegen. Ja, also mit 150 Knoten. Das ist mega, mega schnell. Im Vergleich zu anderen Flugzeugen. Ne? Wir haben hier außen auch so schöne Tipptanks dran. Ich kann mal mit der Drohnenkamera so ein bisschen auch nochmal näher rangehen. Ja, auch die Reifen und so, das ist alles sehr schön modelliert. Ganz sauber in meinen Augen. Es sind 4 Liveries dabei. Die Auswahl ist nicht allzu groß, was auf der Xbox immer ein bisschen problematisch ist. Aber ich denke mal, da kommen auch dann Livery-Packs zum Nachkaufen. Ja, sie ist jetzt keine Airline bei oder so. Es ist eine schwarze und eine weiße Executive-Livery dabei. Und dann halt diese typischen Xbox-Aviator und Flugsimulator-Aviator Liveries. Auf dem PC ist es immer einfacher, ne? Da werden ein Haufen Liveries dann jetzt auch, denke ich mal, für dieses Flugzeug auf Flight Sim TO erscheinen. Und hier ist sehr schön auf den Reifen auch mit tiefen Informationen gearbeitet, ne? Also es ist mega cool gemacht. Wird im Video vielleicht immer gar nicht so detailliert rüberkommen. Auch die Animationen nachher beim Einfahren der Fahrwerke sind ganz sauber. Wie gesagt, der Sound, das ist so ein bisschen der Schwachpunkt für mich. Aber vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare mal reinschreiben, ob das, ich sag mal, halbwegs realistisch klingt für euch oder nicht. Dann gehen wir mal in die Kabine rein, würde ich sagen. Und wir haben natürlich jetzt ein analoges Cockpit. Also ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, als ich die Bilder gesehen habe, ganz schön Schreck bekommen, weil ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt. Aber das ist natürlich mega geil. Ja, ein alter Turboprop mit wirklich richtig alten Instrumenten. Also das ist eigentlich ja genau mein Ding. Fetzt, ne? Wir haben die Option, ein Garmin einzubauen, zeige ich gleich. Ja? Also wer es unbedingt möchte, kann sich auch hier ein GPS einbauen. Ich nehme mal die Maus jetzt hier zum Gucken. Und von der Texturierung her auch mega gut gemacht in meinen Augen. Ja, sehr schön mit Abnutzungserscheinungen. Die Auflösung ist
hoch, also man erkennt jetzt nicht wirklich einzelne Pixel, auch nicht bei den Lackabkratzungen, was ja bei manchen Flugzeugen so ein bisschen mein Problem immer ist. Insgesamt ist es mir immer so ein klein bisschen zu glänzend, der Lack. Ja, selbst lackiertes Metall in meinen Augen wird mit der Zeit irgendwann stumpf und das ist mir hier zu spiegelig. Das ist aber in unheimlich vielen Flugzeugen so und das ist, glaube ich, eine persönliche Geschmackssache einfach. Ansonsten von der reinen Qualität her ganz sachlich gesehen ist es top. Ja, kleine Overhead-Panels. Und es sind, wie gesagt, nicht alle Schalter simuliert, also auch nicht jedes einzelne System. Aber doch überdurchschnittlich viel. Und das Flugzeug an sich hat ja aber auch nicht viel Systemtiefe, ne? Das ist halt ein altes, richtig altes Teil. Wir können hier auch Passagiersitze reinmachen, zeige ich auch gleich, ja? Tür geht auch auf. Und hier haben wir halt so ein ganz kleines, ja, Mini-EFB in Form eines Handys. Hier hat man zur Not die Map, ne, eine Moving Map, also das ist einfach wie die VFR-Karte hier vom Microsoft Flight Simulator. Und wir haben hier auch eine ganz kleine Options-Seite, wo wir zum Beispiel ein Glascockpit einschalten können. Glascockpit habe ich jetzt falsch gelesen, ja, Classic Cockpit einschalten können, das ist ohne GPS. Oder wir klicken auf No und dann haben wir hier ein 530 drin. Und ich sag mal auch einen modernen Transponder. Der Autopilot bleibt so eine alte Kiste hier unten, ne? Aber der funktioniert. Ich habe damit auch einen ILS-Anflug probiert. Funktioniert tadellos. Und im Zusammenhang mit dem GPS sollte man damit auch einen Flugplan abfliegen können. Das habe ich jetzt nicht getestet, wird aber gehen. Und ich benutze das Teil jetzt aber sowieso in einem Classic-Cockpit, also ohne das Garmin. Hier haben wir dann nämlich ein schönes Wetterradar drin. Dann können wir hinten umschalten auf Passagier. Ausstattung, ich glaube, das hier geht auch auf, jawohl. Cool gemacht. Und fliegen tut sich's auch sehr schön manuell, muss ich sagen. Ja, ich bin überwiegend natürlich händisch geflogen. Und es macht eigentlich sau Spaß, muss ich sagen. Nur der Sound. Das muss ich nochmal dazu sagen, ja. Nur der Sound, der klingt einfach unheimlich dünn. Also zumindest auch von draußen. Und die richtig schöne alte Radios, ja, das ist echt krass. Wetterradar funktioniert, habe ich getestet. Allerdings ist das, ich glaube von der Textur sieht man das zu glatt aus. Das sieht für mich eigentlich wie so ein richtig alter, so ein Monochrom-Bildschirm aus, wo man eigentlich so ein richtig gepunktetes Raster sehen müsste, bin ich der Meinung. Was hier nicht der Fall ist, ja, aber damit kann ich zur Not wirklich leben. Leider wird kein Co-Pilot eingeblendet. Das ist eine Sache, die ich immer noch nicht wirklich verstehe. Warum es immer noch Add-ons gibt, die nicht den Microsoft Co-Piloten einblenden. Das Modell ist im Flugsimulator vorhanden. Man braucht eigentlich nur im Cockpit-Modell eine Note. Also einen Knoten setzen quasi. Ja, im Außenmodell muss man ja auch einen Knoten setzen, damit der Co-Pilot im Außenmodell zu sehen ist. Und dann kann man das doch einfach im Innenmodell auch setzen. Ja, und dann kann man das ja vielleicht auch ans Gewicht koppeln oder irgendwie so, ne? Ich weiß es nicht. Aber das ist mir immer noch ein Rätsel, warum es immer noch Add-ons gibt, die diesen einfachen Schritt nicht drin haben. Für mich ist das wichtig irgendwie, ja? Ist jetzt aber für den Preis auch jetzt kein Hals- und Beinbruch. So, Dokumentation ist auch dabei. Und zwar gibt es zwei PDFs. Ich zeig mal ganz kurz, wo ihr die findet. Und zwar, wenn das Flugzeug installiert ist, dann schreibt es sich in den Official-Ordner. Wie ihr den findet, möchte ich jetzt nicht groß erklären, weil es kompliziert sein kann, je nach Version auch. Aber im Official-Ordner habt ihr dann entweder den Steam-Ordner oder wer den Microsoft, wer den Flugsimulator aus dem Microsoft-Store hat, der hat ja die OneStore oder den OneStore-Ordner. Und hier drin findet ihr unter anderem auch die Add-ons aus dem Marktplatz. Ich habe das jetzt nach Datum sortiert, deshalb ist das hier ganz oben. Ja, ansonsten ist das im Microsoft Aircraft MU2-Ordner. Da müsst ihr reingehen und hier findet ihr unter Resources dann Documentations und zwei PDFs.
Das ist ein kleines Handbuch. Eigentlich vollkommen ausreichend. Ja, wir haben hier die Cockpits erklärt, die Checklisten am Ende auch drin, ein paar Specifications und die Funktion vom Flugzeug, ja, die Panels-Codes erklärt, Wetterradar-Codes erklärt und wichtig sind eigentlich die Checklisten. Ja. Was fehlt, sind so ein bisschen die Performance-Tabellen. Das haben aber unheimlich viele Add-ons, ne, dass keine Performance-Tabellen bei sind. Leider habe ich zur Mitsubishi MU2 auch kein frei verfügliches PDF im Internet gefunden. Also von den originalen Handbüchern her. Man kann es zwar kaufen für rund 10 Euro, aber bei dem Flugzeug bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das mache. Ob es sich lohnt. Ich muss mal schauen. Ne? Muss ich drüber nachdenken. Und dann haben wir halt als zweites eine kleine Checklist einfach, eine Quick-Reference-Checklist, ja, zum Ausdrucken. Ich werde, glaube ich, für das Flugzeug hier auch keine Checklist erstellen. Muss ich mal schauen, weil es relativ einfach zu bedienen ist. Wenn man den Engine-Start einmal gemacht hat und die Reihenfolge drin hat, dann geht das. Ja, also ohne Checkliste wird es schwer, die Engine zu starten, kann ich gleich sagen, weil die Reihenfolge hier wichtig ist. Aber mit Checkliste einmal gemacht und dann sollte es eigentlich auch immer klappen. Dann würde ich sagen, starten wir das Flugzeug und fliegen eine kleine Runde. Und ich benutze mal auch die Quick-Checklist, die da mit bei ist. So. Und wir fangen an mit den Battery Switches und so weiter. Das findet man in der Regel hier unten. Ja, Elektronik an sich ist hier unten. Starter, also Treibstoffpumpen und sowas ist hier unten. Und hier oben haben wir hauptsächlich Anti-Eis und Beleuchtung. So, Batterie, na, ist ja dieser Schlüssel. Na, auf Off checken wir. Generator Switches Off checken wir. Inverter Off checken wir. Fuel Tank Switches Off. Propeller Lever in den Emergency Stop. Das Flugzeug hat keinen Condition Lever. Ja, und diese Propellerhebel, die sind ganz normal an die Propellerachse gebunden. Und jetzt kommt noch was Wichtiges, was ihr beachten solltet. Das erkläre ich gleich, bevor ich es nachher vergesse. Der Throttle, der ist hier komplett über die Achse von, ich sag mal, 0 bis 100 gebunden. Also das ist 0. Unter 0 geht man dann in die Reverse-Achse. Ja, wer das so programmiert im Flugsimulator. Und das hier, diese Flight Position, ist ungefähr bei 40%. Man hört auch immer Klacken. Und Klacken, wenn man die entsprechende Position durchläuft. Ja? Hört ihr das? Ja? Und hier bei ca. 40% ist nachher im Flug eigentlich Schluss. Man sollte nicht unter diesen, also in diesen Bereich hier reingehen, ja, in diesen gelb schraffierten Bereich sollte man nicht reingehen im Flug. Es gibt aber keine Sicherheitsfunktion, also es gibt keine Raste oder ich sag mal keine programmierte Funktion, die das verhindert, dass wir im Flug hier reingehen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, sonst bremst das Ding nämlich auch wie Sack. Ne? Von der Beta Range her, es ist jetzt nicht ganz so programmiert, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und ich bin mir bei dem Flugzeug auch nicht ganz sicher, ob die Beta-Range in dem Flugzeug damals schon so funktioniert hat, wie sie in anderen Turboprops im Prinzip funktioniert, ja. Aber hier ist so ein, also es scheint zumindest so zu sein, dass wir wirklich in dem Bereich, im Vorwärtsbereich, einen sich ändernden Beta-Winkel haben, der Propeller, ja. Hier im absoluten Idle hier ist es 6 Grad und dann steigt das hier immer weiter an, was ja vom Sinn her der Beta-Range entspricht. Und wenn wir den Reverse gehen, springt es aber eigentlich gleich auf minus 15. Das kann aber durchaus in dem Flugzeug richtig sein. Deshalb möchte ich da jetzt nicht sagen, dass die Beta-Range nicht richtig simuliert ist. Ja, sie scheint zumindest in Ansätzen auf jeden Fall da zu sein und könnte unter Umständen sogar vollkommen korrekt sein, je nachdem, wie das Flugzeug wirklich funktioniert hat. Na, dazu bräuchte ich immer ein Handbuch, um das hundertprozentig zu beurteilen. Ja, das ist ganz wichtig, aber dass ihr im Flug halt ein bisschen darauf achtet, dass ihr nicht unter diese Detent hier geht. Und das, wie gesagt, Propellerlever.
So, und den Propellerlever stellen wir auf Emergency Stop. Ist unterm Strich nachher, wenn wir ganz nach unten ziehen, auch ein Cut-Off. Dann haben wir die Gearing-Switches. Das sind die beiden hier. Die stellen wir jetzt erstmal auf Ground. Crank-Switches sind die beiden hier. Da gucken wir, dass die im Stopp stehen. Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Ich komme mit der Steuerung langsam mit City Skylines durcheinander. Da habe ich andere Tasten fürs Mauspanning. Ist egal. Auf Stopp. So, Flap Lever 0 Degrees. Ja, das ist hier ist der Flap Lever. Steht auf 0. Dann Gear Lever Down und Parking Brake gesetzt. Ja, Preliminary Cockpit Preparation fertig. Dann kommen wir zum Engine Start. Was hier nicht drin steht, sind eigentlich die Radioswitches. Wir müssen mal beide auf off schalten kurz. Das gehört, glaube ich, eigentlich immer dazu. So, alles andere scheint jetzt zu passen. Können wir das ausblenden? Ja, können wir ausblenden. Jetzt haben wir bei dem Flugzeug das Problem, dass wir nicht wirklich eine Turbinendrehzahl sehen. Das war wahrscheinlich damals einfach so. Ne? Es liegt jetzt nicht am Add-on, dass hier kein NG zu sehen ist, also kein Gasgenerator-Drehzahl. Die ist einfach nicht da. Hier richten wir uns nach dem Öldruck beim Engine-Start. Ja, wir lassen also die Turbine anlaufen, gucken, dass der Öldruck über 40 Psi liegt und schalten dann den Treibstoff zu, ne? Dass es kein Hot-Start gibt oder ja, so nennt sich das ja eigentlich. Und dann würden wir einfach mal anfangen. Batterie an. Parkbremse nochmal checken. Beacon an. Das Beacon hat eigentlich drei Stellungen. Ja? Das ist Beacon und Taxi Light. So ist Beacon eigentlich off. Und so ist Beacon an. Macht Nachtlicht noch gleich mit an. Und die Landelichter sind wahrscheinlich eher retracted, wenn man das Flugzeug jetzt aus dem Cold Dark holt. Linker Propellerlever in die Taxistellung. Im Handbuch bin ich der Meinung, ist das ein bisschen ungünstig beschrieben. Wir haben hier so einen großen Bereich. Der ist durchaus für den ganzen Taxi-Bereich zu nutzen, so wie es scheint. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt auf die Taxi-Notch stellen, sondern erstmal hier unten irgendwo hinmachen. Ja, das ist dann so ein bisschen noch ein höherer Anstellwinkel. Das hat auch immer alles was damit zu tun, dass das Öl noch nicht in den Governor fließt und so eine Geschichten. Und das würde ich jetzt einfach so machen, analog zu anderen Turboprops, die ich so aus dem Sim kenne. Den Throttle Lever bringen wir in die Startposition. Das ist ungefähr da. Left Gearing Switch. Wir checken nochmal. Steht auf Ground. Jetzt drücken wir den Fuel Enrichment Switch. Zack. Sowas wie ein Primer Switch. Den Crank-Switch stellen wir jetzt auf Crank, also eine Stellung nach oben. Und jetzt drücken wir den Starter-Switch. Starter geht an, Turbine läuft an. Wir hören es im Flugzeug aber nicht und wir sehen es auch nur am Öldruck. Wir haben keine Anzeige für den Gasgenerator. Ja, man hört auch draußen nicht groß was. Also es scheint ganz langsam anzulaufen. Und Treibstoff dazu. Und jetzt fängt sie an. Das Turbinengeheule ist zwar relativ laut, aber das Propellergeräusch ist relativ leise. Es ist da, wenn man genau hinhört, aber es ist sehr, 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 sehr leise. Und es müsste gerade, wenn wir diese doch relativ gefederte Stellung haben, ein bisschen richtig schrauben, ein bisschen, ne?
Ja, und das ist einfach ein bisschen schwach auf der Brust, finde ich. Kann aber durchaus richtig sein, ne? Und schon läuft die erste Engine. Dann einfach Generator an, Inverter an. Und jetzt machen wir das Ganze für die andere Seite. Ja, also Propellerlever in den Taxibereich. Den Lever, also den Throttle, in den Startbereich. Dann der bleibt im Ground. Der bleibt, oder hier den klicken wir, ja, Start Fuel Enrich. Den Switch in den Crank. Starter an. Öldruck, ja, gucken, ne? Bis er über 40 Psi ist. Da ist er und Treibstoff. Und es läuft. Rechter Generator an. Und wir checken Folgendes. Wir checken, dass diese Switches auf Safe gesprungen sind. Und wir checken, dass diese Switches jetzt auf Run stehen. Und damit sind die Engines im Prinzip gestartet. Inverter ist an, hatten wir gemacht. Dann... Das haben wir, das haben wir, das haben wir. After Engine Start. So, Öldruck. Gucken, ja, im grünen Bereich. Öltemperatur im grünen Bereich. Das hier ist die Propellerdrehzahl. Die wird hier in Prozent angegeben. Und das ist der Treibstofffluss. Das ist die Temperatur der Turbine. Und das ist der, oder das Drehmoment in Psi. Das sind die Engine-Instrumente. So, dann, das steht ja nicht drin, aber wir machen jetzt die Radioswitches an und das ist, das fehlt in der Checkliste, gerade wenn ihr das GPS nutzt, das geht sonst nicht an. Ja, dann checken wir die Instrumente, das ist alles angegangen. Haben sich, ja, aufgerichtet. Beacon Lights, Lightsprop, Tobrics, Throttles, okay, den Rest kriegen wir hin. Ich stemme jetzt die Frequenz hier von Schönefeld ein fürs ILS. Ich demonstriere nachher ganz kurz, dass er das einfängt. Ja, er erkennt es auch gleich. Und wir drehen uns den entsprechenden Kurs rein. 246. Was ich hier im Flugzeug nicht gefunden habe, ohne das GPS, eine DME-Anzeige, also eine tatsächliche DME-Entfernung, habe ich nicht gefunden. Von den Tanks her können wir zum Beispiel die Outer-Tanks oder die Tip-Tanks zuschalten. Rein von der Lastverteilung her würde man, glaube ich, die Tip-Tanks als letztes möglicherweise aufbrauchen. Ne? Und wenn wir die off haben, dann werden die mittleren Tanks verbraucht. Ich habe hier leider keine Möglichkeit gefunden, wirklich nur die mittleren Tanks oder so anzeigen zu lassen irgendwie. Wir müssen mal kurz gucken. Das könnten... Ah, das können wir mal kurz einfach checken. Das habe ich nämlich vorhin nicht gerafft. Also wir haben... im mittleren Tank 80 Gallonen. Das ist der... Naja, es kann auch nicht sein. Warte mal, wenn der voll ist, doch 80. 160, das kommt hin. Der mittlere Tank? Jawohl, das ist der mittlere Tank. Ja, das ist er voll. Knappe 160 Gallonen. Okay. Und das sind nämlich die Flügeltanks. Also die reinen inneren Flügeltanks. Also nicht die Tip-Tanks. Ja, wir können mal gucken und das checken, ob das stimmt.
Na, stimmt nicht. Linker Außentank. Ach nee, Quatsch, das ist der Tipptank. Außentank ist der Tipptank hier in der Bezeichnung. Der Flügeltank ist der linke Haupttank. Der hier, das müsste... Jawohl. Das ist der eigentliche Flügeltank. Das passt. Und die Tipptanks... Das ist wahrscheinlich dann einfach nur eine Anzeige, ob die leer sind. Ja genau, so würde es sein. So. Dann nutzen wir erstmal... Die äußeren Tanks für den Takeoff. Da steht leider in der Checkliste nichts drin, ja, aber ich muss gerade mal überlegen. Eigentlich macht es mehr Sinn, wirklich die Mains zu nutzen. Das lassen wir so. Erstmal den leer zu machen. Rein von der Flügellast her ist es eigentlich so, dass man den mittleren Tank zuerst leer macht. Bei dem kleinen Flugzeug wird es gar nicht so wichtig sein, aber bei Airlinern ist das so. Gut. Dann können wir loslegen. Zack. Jetzt können wir hier bei den Beacons schon Taxilicht zuschalten. Das ist dann hier vorne mit dran an den Pylonen hier. Das ist eine Art Taxilicht. Und ich kann es mal dunkel machen und die Beleuchtung demonstrieren. Dazu drehe ich hier aber erstmal alles hoch. Ja, Pilotenfluginstrumentbeleuchtung, Co-Pilotenfluginstrumentbeleuchtung, Engine-Instrumentbeleuchtung. Und das hier ist so ein bisschen Flutlicht fürs Panel. Dann kann man es mal dunkel machen. So sieht das hier drinnen aus. Ich glaube, das andere Licht gucken wir uns eher auf dem Taxiweg an. Wir rollen mal ein Stück vor, sonst ist das hier auf dem Vorfeld so schwer zu erkennen. Für das Rollen würde ich jetzt den Propellerlever wirklich so weit wie möglich unten stehen lassen. Ansonsten hat das Ding schon wieder so viel Bums, dass es unheimlich stark beschleunigt. Ja, und wir hören auch so ein tiefes Brummen, wenn wir hier drinnen sitzen. Aber draußen ist es sehr, sehr schwach. Ja, die Turbine hört man. Aber die Propeller... Sehr, sehr schwach, finde ich. So, dann rollen wir mal ein Stück ins Dunkle. Ich löse mal die Parkbremse. Und wenn der Propellerlever nämlich schön weit unten steht, dann rollen wir auch wirklich langsam an. Ja, deshalb, hier ist schon so ein bisschen Beta-Range auch, glaube ich, simuliert. Scheinbar. Man kann es nicht richtig auslesen, weil es ein verschlüsseltes Flugzeug ist. Und was ich noch gemerkt habe beim Lenken, ich habe mich ein paar Mal, ich sag mal, festgefahren. Das zeige ich aber gleich, wenn wir wieder im Hellen sind. Wir rollen mal noch ein Stück nach rechts. Wenn man nämlich zu doll einschlägt, kann das Rad plötzlich 90 Grad stehen und blockiert. Und dann kommt man weder vorwärts noch rückwärts, außer man gibt wirklich volle Kanne Power. Ja, der Einschlagwinkel ist ziemlich hoch. Ich denke fast, das war vielleicht ein freidrehendes Rad gewesen im originalen Flugzeug. Dass man hier mit differenzierten Thrust oder so gearbeitet hat. Ja, und das ist jetzt nur das Taxilicht aus den Flügeltanks raus, ne? Zum Beispiel, ja. So, dann machen wir mal. Warum ist denn da schon ein kleiner Fleck draußen weiß? Das ist ein Fehler. Bin ich der Meinung. Das ist ein kleiner Bug, glaube ich. Dass das schon an ist. Das sind eigentlich die ausklappbaren Landelichter, das sind eigentlich die hier. Ich glaube, das ist ein ganz kleiner Minibug gewesen.
Das wäre jetzt das komplette Lande- und Taxilicht. Die Mittelstellung ist einfach nur, dass der Motor weder ausfährt noch einfährt. Ne? Es bleibt trotzdem an, theoretisch. Oh nein. Es geht sogar aus. Das ist jetzt ungewöhnlich. Aber okay. Die bleiben draußen, sind aber aus. Okay, dann ist es so. Und nach unten wird es dann eingefahren. Die sind so Ausklapper und Einklapper. Wir machen mal Strobes noch mit an, um zu gucken, wie stark die sind. Was geht, ne? Also die weißen Strobes kann ich fast gar nicht erkennen, muss ich ehrlich sagen. Das scheint auch hier nach hinten irgendwo wegzugehen. Also ich sehe zwar das weiße Licht auf der Runway, aber ich sehe am Flugzeug die Strobes nicht. Und eigentlich müsste hinten auch... Ach guck mal, von hier sieht man das weiße NAV-Licht. Ja, das ist aus der Perspektive von unten dann... Oder aus einer bestimmten Perspektive ist es weg. Okay. Gut. Also da denke ich, ist noch ein klein bisschen was verbuggt beim Außenlicht. So, wir machen das nochmal kurz aus. Und machen wieder Tageslicht an. Und dann zeige ich das kurz mit dem Rad vorne. Das ist aber auch keine große Sache. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr das Flugzeug habt und ihr wollt, dass ihr aufpasst, wie doll ihr einschlagt. Ja. So, ich löse mal die Bremse. Und schlag jetzt mal volle Kanne ein. Ja, und dann kann sich das... Dann steht es fest. Ja, und da könnt ihr eigentlich ziemlich viel Gas geben. Da bewegt sich dann auch erstmal nichts, ne? Und wir kriegen es halt auch nicht zurückgedreht, weil er jetzt feststeht. Ja. Das Einzige, was man jetzt versuchen könnte, wäre einmal differenzierter Thrust. Ich versuche mal nur mit rechts Schub zu geben, ob er sich ein bisschen dreht und sich gerade zieht. Naja, da braucht er mehr Propeller. Ich gebe mal Propeller rein. Und ja, jetzt zieht er sich da ein bisschen gerade wieder, ne? Also da bleibt dann nicht viel übrig. So. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist kein großes Thema und ich denke, das wird vielleicht auch gefixt, dass der Einschlagwinkel nicht ganz so hoch sein kann oder so. Unterm Strich immer noch ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Mein Problem ist halt, dass wir im Flugsimulator inzwischen so viele Flugzeuge haben, die selbst überdurchschnittlich gut sind, dass man einfach, ja, nicht alles fliegen kann mehr, ne? Also es geht gar nicht. Es gibt so viele Flugzeuge, die wirklich überdurchschnittlich gut sind und auch Spaß machen und so viel Zeit hat man gar nicht, die alle auch wirklich zu fliegen. Und es gibt halt auch inzwischen ein paar Flugzeuge, die sind wirklich sau gut. Aber ich denke mal, die Nachfrage für das Flugzeug wird ganz okay sein. Also der Markt gibt's her, dass das Flugzeug, denke ich mal, sich ganz gut verkaufen wird. Gerade für Xboxler, ne? Die haben halt nicht so viele Alternativen. Kann man auf jeden Fall für den Preis zuschlagen. Gerade wer die Edition hat und das Flugzeug für 10 Euro kriegt, der kann damit eigentlich nichts falsch machen. So, dann machen wir alles fertig für den Takeoff. Ich schalte mal Pitot Heat ein. Und Stall-Warnung, also Stall-Vane-Heat, ja. Den Rest brauchen wir nicht. Viper funktionieren.
gibt allerdings keinen Effekt von ja, wegwischenden Regentropfen. Ist auch immer noch schade, weil es gibt einige Add-ons, die haben bewiesen, dass es durchaus machbar ist. Ja? So, Landelicht an. Ich drehe mal hier das interne Licht ein bisschen runter. Strobes an. Und ich würde jetzt das Beacon auf ganz normal Beacon setzen. In der Nacht würde ich es vielleicht sogar anlassen auf Taxi. Ja, aber am Tag ist das, denke ich mal, vollkommen ausreichend so. Und der Rest sieht gut aus. Propellerhebel jetzt in die Take-Off-Position. Dadurch steigt jetzt die Propellerdrehzahl und wir hören auch ein bisschen was vom Propeller. Ja, innen drin hört sich das deutlich mehr nach Propeller an als hier draußen. Es ist einfach wirklich immer noch dünn. Jetzt kommt langsam das Propellerschraubgeräusch, ne? Es kann einfach sein, dass es von der Abmischung her einfach, ich sag mal, zu spät reingemischt wird oder zu leise ist. Also es ist auf jeden Fall da, aber sehr, sehr dünn. Und das Flugzeug hat unter anderem auch so viel Power, dass wir nicht Take-Off-Power setzen können, ohne schon loszurollen. Geht leider nicht, die Bremsen halten das nicht. Das Teil ist aber auch wirklich so stark overpowered, sage ich mal, dass es vielleicht beim echten Flugzeug auch so war. Kann ich gar nicht genau sagen. Was ist das hier eigentlich? Diese Klappe hier? Was könnte denn das sein? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Seht ihr das? Hier diese ganz kleine Klappe, die so ein bisschen hoch steht. Da ist aber auch kein Loch drunter oder sowas. Vielleicht ist das irgendwas Aerodynamisches, was einfach so sein muss. Gut. Dann zurück ins Cockpit. Es ist halt ganz wichtig, dass die Propellerhebel jetzt nach vorne geschoben werden, ne? Sonst ist der Power zu gering. So, dann mache ich mal Head-Tracking an. Sky Dolly läuft. Das funktioniert. Parkbremse lösen. Und normalerweise soll man so ein bisschen Nose-Up trimmen auf 2 Grad. Ich habe beim Testen aber gemerkt, oh, was haben wir vergessen, die Flaps 20 schnell setzen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mit ein bisschen weniger Trimmung besser klarkomme, sonst ist das zu steil in meinen Augen. Differenziertes Bremsen geht auf jeden Fall auch, ja? Dreht sich das Rad vorne mit, wenn ich das mache? Nee, also das Rad ist nicht freidrehend. Das Flugzeug lenkt zwar bei differenzierten Bremsen, aber das Rad dreht nicht mit. Okay. Wetterradar, wie gesagt, funktioniert, zeige ich jetzt nicht unbedingt. Das habe ich getestet. Hier würde es angeschaltet werden. Ach doch, ich wollte ja mal zeigen, dass ich dieses Gepixelte so ein bisschen vermisse. Wir machen uns mal ganz schön ein schlechtes Wetter rein. Was nehmen wir an der... Wir nehmen mal einen dicken, fetten Sturmschauer. So, es dauert einen Moment, ne? Hier kommt's jetzt. Hier sieht es jetzt momentan noch so ein bisschen pixelig aus, aber wenn es ein bisschen mehr ist, geht das in eine Fläche über, weil es ist jetzt im Video schwer zu erkennen, ja? Aber es sind keine Abstände zwischen den einzelnen Pixeln da. Und das ist dann nachher, wenn wirklich vor die Regen ist, es ist eine grüne Fläche. Wirklich wie eine grüne, ausgemalte Fläche. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so korrekt ist. Empfinden wir noch was Besseres? Das ist wieder... Es dauert wieder, bis es anfängt zu ringen hier.
Wir gucken mal schnell. Big Storm Monsoon. Ah, jetzt müsste ein bisschen mehr kommen hier eigentlich. Ja, da kommt's. Ja. Zwischen den grünen Pixeln bin ich der Meinung, müsste Abstand sein. Ja, wie so ein richtiger alter Monochrom. Altes Monochrom-Display. Aber das ist jetzt wieder so, ich sag mal, Erbsenzählerei und Meckern. Oder ich sag mal, ja, Meckern auf hohem Niveau, ne? Unterm Strich funktioniert das Ganze und das ist immer schon mal ganz wichtig. So, Wetter ist zurückgesetzt. Und wir können loslegen. So, wie gesagt, Trimmung, ich setze mir das marginal hoch. Wir sehen hier unten immer schön auch die Anzeige ja für die Trimmung. Empfohlen sind so 2 Grad für den Takeoff. Ich gehe mal so auf maximal, ja, nicht mal 1 Grad. Das fühlte sich ja eigentlich besser an. Head-Tracking ist aus. Jetzt ist es wieder an. So. Ja, ich bremse mal an und wir können eigentlich wirklich nicht Vollpower geben. Die Bremsen halten es nicht. Ne? Wir fangen dann an zu rutschen, dann lasse ich auch die Bremsen dann los. Und wir rotieren so bei ca. 115 Knoten. Ein bisschen später habe ich im Test gemerkt, ist besser. Ja, jetzt fängt er an. Jetzt kann das Flugzeug das nicht mehr halten. Ne? Und wir sind mal gerade so bei, ja, vielleicht so 80% Power. Und ich schiebe ein bisschen nach, ne? Und das Ding geht ab wie Schmitzkatze, ja? Das ist echt krass. Ist auch sehr empfindlich über die Lenkung, muss man aufpassen. So, 115, ich warte noch ein bisschen und jetzt fange ich an zu rotieren. Fahrwerk rein. Ja, und wenn ich den Joystick loslasse, der will richtig steil hoch und das ist zu viel. Eine relativ sichere Höhe, Flaps einfahren. Und es gibt jetzt nicht 100%, ich sag mal, Angaben zu den Performance-Daten, wie gesagt, also auch nicht wirklich die Propellerdrehzahl und sowas. Der Hebel an sich gibt es so ein bisschen vor. Ja, also eigentlich, ich sag mal, für einen Climb wir möglicherweise komplett vorne bleiben, ne, also im Take-off- und Landebereich. Und für den Cruise gehen wir nachher so ein bisschen zurück. Ne. Ich würde es aber schon fast analog zu anderen Turboprops machen und auch im Climb möglicherweise schon ein bisschen mit dem Propellern zurückgehen. Man muss dabei immer beachten, das ist ganz interessant zu wissen. Ne, wir machen das mal anders. Ich mache erstmal Autopilot an, dann kann ich besser erklären. Autopilot an, er geht eigentlich automatisch erstmal in einen Pitch-Hold und ja, Heading-Hold. Modus, ne? Also geradeaus oder Bank holt, ne? Null Bank und Pitch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Propeller verstellen wollen, ne? Von der Drehzahl, müssen wir immer darauf achten, dass sich bei einem Turboprop dann die Drehzahl erhöht. Entschuldigung, das Drehmoment erhöht. Das hat einfach damit zu tun, dass Power, also die Leistung, ist eine Funktion aus Drehmoment mal Propeller-RPM und dann noch ein Koeffizient dran. Das heißt, immer wenn wir die Propeller-RPM verringern, bei gleichbleibendem Power-Output, also ohne den Throttle zu bewegen, erhöht sich im gleichen Verhältnis das Drehmoment. Ja, deshalb darf man nicht zum Beispiel volle Power fliegen. Demonstrier es mal, ne? Also ist jetzt volle Kanne. Ja? Sind wir am Limit. Und dann die Propeller einstellen. Ja, weil sonst kommt ihr in den roten Bereich. Das heißt, um die Propeller einzustellen auf eine etwas geringere Drehzahl, müssen wir erst Power rausnehmen. Ja, ich gehe mal so auf 40 Psi zurück und ziehe jetzt den Propellerhebel zurück, sodass ich so auf 90% Drehzahl komme. Das ist so ein vergleichbarer Wert aus, ich sag mal, anderen Turboprops.
Also das wäre dann so der, also 92-90% ist dann so der Propellerhebel im Cruise-Bereich. Also so würde ich das ungefähr einstellen. Und nachher wirklich Long-Range-Cruise würde ich fast auf 80% runtergehen. Das ist dann an der Grenze zum Taxi. Ne? Also die Mitte vom Lever ist dann ungefähr an der Grenze zum Taxi. Dann kommen wir so auf 80% runter. So würde ich das für einen Long-Range-Cruise machen. Und vom Power her immer so ja, 50-45%. Das sind so typische Long-Range-Power-Settings für Turboprops. Ja? Allerdings erst den Power setzen, also bei vollen RPM, sag ich mal so auf 45% Power gehen, das entspricht in der Maschine ja so 30, 25 Torque Psi. Ne? Das wären jetzt ungefähr 45% Power. Und dann die RPM einstellen. Ja, so würde man ungefähr das Power-Setting setzen für den Cruise. Also ungefähr so. Das wäre jetzt ein relativ spritsparendes Power-Setting. So, dann kommen wir zum Autopiloten. Der Autopilot ist relativ einfach zu bedienen. Ist ein richtiger alter, sowas wie ein Gyro-Pilot fast, ja, würde ich sagen. Autopilot-Hauptschalter, hier muss man aufpassen, die Standardbelegung für den Microsoft Flight Simulator scheint gar nicht alles anzuschalten. Also er bewegt sich zumindest bei mir nicht mit, der Hebel. Es kann auch ein kleiner Bug sein oder hier hängt wieder eine andere Variable hinter. Standardmodus ist einfach Pitch und Bank. Ne? Also wenn wir jetzt hier nichts anderes klicken, können wir hier mit Banken ja, nach rechts drehen, quasi ja, wieder geradeaus richten oder nach links drehen. Hiermit können wir das Flugzeug hochpitchen. Er geht dabei im Hintergrund im Vertical Speed Mode immer in 100er Schritten. Das sieht man im Flugzeug jetzt nicht. Ich sehe es nur, weil ich es auslese. Ja, man müsste dann hier auf dieses Instrument gucken und dann kann man hier, sagen wir jetzt auf, wenn ich 500 Fuß Steigrate gehen. Ja, dann würde man natürlich wieder ein bisschen Power reingeben. Und wenn man eine Höhe halten will, muss man halt in diesem Modus auf die entsprechende Höhe gehen. Es gibt halt keine Vorwahl dafür. Und wenn man die Höhe erreicht hat, klickt man den Alt-Hold-Modus. Das ist der letzte Button hier, ja. Das ist der Höhenhaltemodus. Wir gehen jetzt mal auf 2000 Fuß. Ich würde dann langsam erstmal im Pitch-Modus, weil man den Knopf halt schwer trifft, ne? Erstmal wieder auf, ich sag mal, 0 Feet per Minute vertikale Geschwindigkeit gehen. Ja, also, höher Pisch, mal ein bisschen runterklicken. Ja, jetzt haben wir unsere 2000 Fuß. Und jetzt können wir den Alt-Hold-Modus anmachen. Es gibt, wie gesagt, keine Vorwahl. Das geht halt nur so. Und wenn wir dann jetzt die Höhe verlassen wollen, können wir wieder diesen Rocker-Switch nehmen und, ich sag mal, die vertikale Geschwindigkeit zum Beispiel wieder ein bisschen hochsetzen. Ja, dann könnten wir, wenn wir die neue Höhe erreicht haben, die wir wollen, dann wieder den Alt-Switch drücken. Entweder, wie gesagt, vorher mit dem Rocker-Switch auf ausleveln oder halt direkt den Button klicken. Ne? Wenn die vertikale Geschwindigkeit ziemlich hoch ist, dann ist der Übergang halt nicht so geschmeidig. Aber beides würde funktionieren. Und Heading-Modus geht natürlich auch. Ich drehe mal den Heading-Bug kurz nach vorne. Also, dass er wirklich ein gewähltes Heading hält. Wir fliegen mal da langsam zurück. Und dann einfach den Heading-Modus anmachen. Ja, hier HDG. Capture-Modus ist dann, um einen Localizer einzufangen, beziehungsweise ein VOR-Signal. Und im Zusammenhang mit dem
GPS wird damit wahrscheinlich der Flugplan abgeflogen. Werde ich vielleicht irgendwann mal testen. Und wenn wir ein ILS-Signal drin haben, können wir dann noch den GS-Button drücken, um dann die Gleitslug scharf zu machen. Ne? Und das funktioniert ganz gut. Ne? Und jetzt dreht er auf den Heading-Bug. Wir fliegen mal parallel schon zum Localizer-Signal zurück. Hat er sogar noch eine Reichweite. Wir können gar nicht so weit weg sein. Boah, ist ganz schön, ne? Oder wir haben jetzt zufällig hier noch ein Signal drin, was auch auf 109.5 liegt. Oder? Es gibt keine Flag. Es kann auch sein, dass das einfach dann immer so aussieht, wenn das Signal auch nicht in Reichweite ist. Schwer zu sagen, aber die Nadel scheint sich mitzudrehen, also die Ausrichtung zum VOR. Scheint er noch zu erkennen. Hier müssten wir theoretisch umschalten können, ja, zwischen VOR und ADF, ja genau, ne? Und VOR 1 liegt halt in diese Richtung, also er erkennt es noch, ist noch in Reichweite. Also ILS bzw. VOR, ne? Das ist okay. Gleitslope-Anzeige kommt dann hier auch. Und Sprit. Ich schalte mal zum Testen einfach mal kurz auf die... Flügeltanks. Outer-Tanks sind die Flügeltanks und das sind Tip-Tanks. Outer Tank empty. Left hand main, right hand tip. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Da muss ich mal in die Anleitung reingucken. Ob wir dazu was finden, schnell. Diese Funktion, Radiopanel. Wetterradar. Haben wir irgendwas zum... Wartet mal, hier ist das Autopilotenpanel. Habe ich irgendwas übersehen an Modi? Also Track Mode ist dann Nav Hold. Also es gibt einen Unterschied zwischen Capture und Track, okay? Ne, der Rest ist richtig. Irgendwas zu den Treibstoff. Hier Fuel Panel. Neun. Tip Tank. Ah, Tip Tank Transfer Switches. Da würde ich fast sagen, dass die quasi eher den Treibstoff dann in den mittleren Tank transferieren, oder? Das kann man direkt hier sehen. Linker Außentank, rechter Außentank ist leer. Hat mir die Tiptanks leer gemacht? Zum Testen, ne, glaube ich. Ja, da ist nicht viel drin. Der pumpt das um wie Huppertz ganz schnell. Wie viel passen da rein? Das sind Tiptanks. 15 Gallonen passen die Tiptanks. Und okay, also wenn wir die dann anmachen, die Tiptanks, die pumpen. Ja, ist umgekehrt beschriftet, glaube ich. Die Beschriftung ist verkehrt rum, nicht der Meinung, oder die Pumpe ist falsch rum programmiert. Outer Tank und er zieht's aus dem Tip Tank. Linker Haupttank, linker
Es sei denn, die Flügeltanks sind die... Die Dinger sind die Haupttanks. Das kann auch sein, dass ich das verwechsel, ne? Dass die Tipptanks hier zum Beispiel linker Haupttank ist. Aber das, von der Beschreibung her ist das ein bisschen irreführend dann, glaube ich. So. Schalter 10, Fuel Lamp Test Switch. Ach, das ist nur der Test Switch. Left Hand Main, Right Hand Tip. Okay. Wäre jetzt ein originales Handbuch ganz gut, weil das ist ein bisschen wenig beschrieben hier. Aber nicht so wild. Kann man ja testen, ne? Also, wenn wir jetzt hier draufklicken, werden jetzt die Tiptanks leergetankt. Leergepumpt. Und zwar in den Main Tank rein, okay. Und hier werden die Tanks in den Main Tank gepumpt, okay. So, wir haben links jetzt ein bisschen mehr. Wollen wir auch noch wegpumpen. Dass wir es halbwegs gleich haben. So. Na gut. So, wir sind auch wieder jetzt mehr oder weniger in Schönefeld. Jetzt fliegen wir am Airport vorbei und werden dann das ILS-Signal abfangen mit einem Autopiloten und dann aber manuell landen. Das macht einfach mehr Spaß. Das ganze Flugzeug fliegt sich manuell auch mega cool. Ich schalte mal den Autopilot kurz ab. Auch dazu funktioniert bei mir die Tastenbelegung nicht. Ja, ich mache das hier mit dem Switch mal kurz. Ich habe jetzt aus Versehen irgendwie ein bisschen getrimmt. Muss irgendwie gegen die Trim-Switches gekommen sein. Sehe ich nur unten auf dem... Sehr, sehr empfindlich, die Trimmung. Ich hätte gar nicht auf 0 gesetzt, die Seitenruder-Trimmung. Ist auch egal. Ist nicht so wild. Ja, das Ding fliegt sich einfach auch schön von Hand. Wir haben jetzt eine ganz kleine Imbalance drin durch die Tiptanks. Der eine ist jetzt ein klein bisschen voller als der andere. Aber ich will mal die Leuchten testen. Ich mache das mal auf... Wir machen mal die Tiptanks komplett leer. Ich muss mal gucken, welche von den beiden Leuchten angeht. Das ist jetzt theoretisch schnell erledigt, weil die haben ja nicht viel. Genau, das wird jetzt schnell ausgepumpt. Bin mal gespannt, welche Leuchte angeht. Ja, okay, also es gibt wirklich eine Leuchte für den rechten Tiptank, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, dass man die Tiptanks parallel pumpt, ne, und dann... Nee, ist auch die linke Tiptank alle. Dann ist vielleicht einfach die Beschriftung nicht so richtig. Ja, hier steht Right Hand Tip, Left Hand Main. Es kann ich jetzt wirklich... Es gibt einen Rätsel auf, ich kann es nicht 100% beantworten. Tut mir leid. Ich bräuchte ein originales Handbuch dazu. Vielleicht weiß es ja einer von euch und kann es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich glaube, das Flugzeug gab es schon mal für X-Plane als Add-on, bin aber nicht ganz sicher. Oder für ein FSX. Also ich habe das Flugzeug noch nie auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie eine Mitsubishi fliege hier. So, ich mache mal jetzt den Autopiloten wieder an. Wir gehen wieder in den... Die Modi fliegen eigentlich fast alle raus, ja. Wir klicken es nochmal an. Das ist der Alt-Modus und wir gehen nochmal in den Heading-Modus. So. Und ich muss jetzt nochmal auf die Karte schauen. Wir sind jetzt über der Glide-Slope. Ja, wir müssen also noch ein Stück fliegen, bis wir auf den Localizer drauf können. Ich sehe den Flughafen gar nicht mehr wirklich. Können wir mal ein bisschen von außen gucken. Ja, man hört so ein bisschen das Propellergeräusch, aber sehr, sehr schwach. Ich bin übrigens auch schon wieder in der Beta zum Sim-Update 14. Es kann sein, dass der ein oder andere Fehler, vielleicht sogar auch der Sound, was damit zu tun hat. Das ist unheimlich schwer zu sagen.
und sehr unwahrscheinlich, dass der Sound was mit dem Sim-Update zu tun hat, also mit der Beta. Aber so hundertprozentig ausschließen kann man das nicht. Wir haben in der Sim-Update 14 Beta jetzt auch einen fetten Bug, dass jedes Mal nach dem Start des Flugsimulators die Unterstützungsoptionen komplett zurückgesetzt sind auf einfach. Ist auch ein bisschen ätzend. Und gestern gab es tierische Fehler mit dem Marktplatz. Ist inzwischen aber, glaube ich, behoben. Ja, also wenn ihr gestern zufällig versucht habt, was auf dem Marktplatz zu kaufen und ihr seid in der Beta schon drin gewesen und das ist schief gegangen, dann müsst ihr ein Ticket aufmachen. Da gibt es einen Internetbeitrag im Forum dazu. Kommt ja sonst anders nicht raus. So, wir sind theoretisch schon unter der Gleitslope, aber ich warte noch ein bisschen. 2000 Fuß, ich sag mal, wir fliegen auf 11 Meilen raus ungefähr. Das ist aber auf Nummer sicher, dann kann ich in Ruhe erst den Localizer einfangen, dann den Gleitslope. Ich sehe halt die DME hier unten, ne, auf meiner Leiste, aber hier im Flugzeug selbst habe ich keine DME-Anzeige gefunden. Wer natürlich die moderne Avionik nimmt, der hat im Garmin eine DME-Anzeige drin, ne, aber ich meine, vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber ich habe mich vorhin wirklich dumm und dusselig gesucht. Hier haben wir die Klimaanlage. Ist jetzt auch nicht dolle, ich sag mal, simuliert, aber das macht im Simulator ja auch jetzt keinen großen Sinn an sich, ja. Pressurization ist auf jeden Fall erstmal simuliert. Wir können hier ein bisschen rumdrehen. Ja, können hier die Kabinenaltitude auch auswählen. Können hier die Rate einstellen. Und ich habe hier, das müsste der Bleed-Schalter sein, ne? Also in Anführungszeichen Bleed-Schalter. Für die Pressurization theoretisch, bin ich mal der Meinung. Oder hier ist Bleed immer aktiv. Kann auch sein. Ja, weil wir brauchen ja eigentlich für Pressurization Druckluft, was dann normalerweise eigentlich aus den Turbinen gezogen wird. Ne? Ich kann ja mal gucken. Müsste das mal runterdrehen, dann müsste der Druck eigentlich steigen, wenn ich das jetzt auf minus 1 oder so drehe. Aber wir sehen links schon, ne? Wir haben so ein bisschen. Also er hat Druck aufgebaut ein bisschen, glaube ich. Ja, jetzt fällt er, ne? Und er müsste, glaube ich, jetzt aber steigen. Bin ich fast der Meinung. Krieg nicht, dass der Kabinendruck steigt. Ist jetzt schwer zu sagen. So, ist auch jetzt nicht so wichtig, weil auch der Kabinendruck an sich ist im Simulator nicht wirklich so relevant, aber es ist halt schön, wenn alles funktioniert, ne? Und simuliert ist. So, oh, 15 Meilen draußen, wir drehen rein. Ja, ich drehe jetzt im Heading-Modus in Richtung Flughafen zurück. Und ich guck mal, ob der Modus hier reicht, ja, der Track-Modus, ob der reicht, um den. Der bewegt sich gar nicht. Entweder ist die Animation von dem Button. Der geht nicht rein. Der geht rein. Nee, da geht NAV im Hintergrund auch nicht an. Also wir müssen den Button drücken. Dann geht eigentlich der NAV-Modus an und so fängt er theoretisch den Localizer ein. Das Problem ist, es gibt halt keine Leuchten, ne? Ob das jetzt gerade aktiv ist oder nicht. Ich lese mir das halt alles aus, weil die sind auch nicht wirklich beleuchtet, ja auch in der Nacht nicht. Man muss halt darauf achten, dass das wirklich einfängt, ne? Und dann einlenkt. Daran würde man dann erkennen. Müsste auch gleich passieren eigentlich, dass er das einfängt.
Eine andere optische Anzeige gibt es für den Autopiloten nicht. Wie gesagt, das Teil ist aus den Ende 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da ist die Runway und es müsste gleich anfangen zu wandern und dann müsste eigentlich auch gleich einschlagen. Also vorhin hat es super geklappt. Na, gleich. Die Linie. Das kann von der Perspektive her schon ein bisschen täuschen noch. Ja, es täuscht. Es ist noch ein bisschen. Die Runway verläuft so ungefähr. Müsste trotzdem gleich anfangen, zumindest erstmal auszuschlagen und dann sollte das einfangen. Wichtig ist, dass wir unter der Gleitslope sind. Gerade im Flugsimulator sollte man, wenn man Fehler vermeiden möchte, am besten immer erst den Localizer einfangen und dann die Gleitslope. Ist einfach die Nummer sicher. Auf Nummer sicher gehen. Jetzt müsste es aber eigentlich gleich kommen. Jawohl, jetzt kommt's. Super, ne? Und er fängt's ein. Daran merkt man halt, dass er den Localizer einfängt, dass er den Modus gepackt hat. So, dann mache ich jetzt noch den Gleitslope-Modus an. Der Button geht von der Animation her zumindest auch rein. Ja, der sieht gut aus. Und da muss man halt auch drauf achten, einfach ob er wirklich anfängt zu sinken. Man hat auch hier dann keine andere Rückmeldung. Bei mir geht jetzt das Navigationslicht hier unten auf der Leiste aus. Das heißt für mich, er hat jetzt im Hintergrund im Flugsimulator den Approach-Modus scharf gemacht. Den lese ich hier auf der Leiste noch nicht aus. Und ja, wir bleiben mal noch bei 170 Knoten. Wir gehen dann so auf 150 Knoten runter auf der Gleitslope und das ist so unsere Approach-Geschwindigkeit, ja, 150 Knoten laut Checkliste. Es ist ziemlich schnell und ich werde auch schon ein bisschen weiter runter gehen, wenn wir dann, ich sag mal so bei 500 Fuß sind. Touchdown-Geschwindigkeit ist laut Handbuch ungefähr 125 Knoten. So, und wir müssten jetzt gleich die Gleitslope schneiden. Aktiv ist sie auf jeden Fall, ja, hier. Und dann würde ich dann händisch fliegen, das macht einfach mehr Spaß. Ja, jetzt fängt er so ein, klappt auch kurz, ne? Er fängt an zu sinken. Ich nehme mal Power raus, sonst wäre man zu schnell. Und ich bin jetzt nämlich schon im Beta-Bereich, da muss man aufpassen. Na, theoretisch ist hier Schluss, ja, bei Idle. Na, so in der Stellung ungefähr, das mehr ist eigentlich nicht erlaubt. So, Flaps 5. Flaps 20, Fahrwerk raus. Wir gucken uns mal die Animation an. Ja. Und ich konfiguriere mich voll, Flaps voll. Muss mal gucken, ist das überhaupt erlaubt, Flaps voll? Hier stehen nämlich die Geschwindigkeiten. Ja, unter 146. Oh, müssen wir aufpassen, ne? Ist Flaps voll erlaubt. So. Ich mache den Autopiloten aus und den Rest finde ich von Hand. Zack. Ja, das blaue Licht vom Autopiloten ist das einzige, was man irgendwie da so halbwegs erkennt. Und 150 ist wirklich schnell. Das kommt auch mit der Flapsgeschwindigkeit gar nicht hin. Vielleicht ist das ein Druckfehler. Oder die meinen wirklich den etwas großräumigen Approach. Ja? Also ich würde jetzt schon fast wirklich auf 125 Knoten runtergehen. Alles andere fühlt sich einfach nicht gut an, muss ich ehrlich sagen.
Ja, so ungefähr würde ich jetzt fliegen wollen. So, wir haben ein bisschen kleine Crosswind-Komponente, 3 Knoten. Und es fühlt sich super an. Vom manuellen Fliegen her, muss ich sagen. Ne? Richtig Laune. Setz mal kurz die Kräfte zurück auf der Leiste. Gucken wir mal, wie viel Kraft wir Touchdown haben. Die Runway in Schönefeld ist so extrem breit. Man kann sich so tierisch verschätzen von der Höhe. Und ich werde jetzt schon langsam Power rausnehmen. Alles andere ist einfach zu viel, bin ich der Meinung. Ja, also richtig in den Idle jetzt gehen, also in den Flight Idle. Dahin. So. Und Reverse. Wir haben mit 1,3 GeForce aufgesetzt, mit 1,3 G aufgesetzt, ist vollkommen in Ordnung. Oh, ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Ha, ich habe vergessen, die Propellerhebel nach vorne zu drücken. Für die Landung macht man die Propeller-APM wieder auf 100%. Der Reverse-Sound von den Propellern ist auch nicht so berauschend. Ich gehe nochmal kurz in den Reverse. Ist einfach zu schwach. Ich glaube, das ist zu schwach. Also das Verhältnis zwischen Turbine und Propeller ist nicht ganz in Ordnung, bin ich der Meinung. So, jetzt gehe ich mit den Propellern aber wieder in den Taxibereich. Ja, ziemlich weit nach unten sogar. Dass wir hier nicht so schnell rollen. Aber es ist eigentlich wirklich ein saugeiles Flugzeug, finde ich. Also mir macht das tierisch Spaß. Ich mag diese alten analogen Instrumente und das Ding fliegt sich mega cool. Also das werde ich vielleicht doch ein bisschen öfter rausholen. Und vielleicht kaufe ich mir wirklich das Handbuch dazu. Ich bin auch immer überlegen. Und wenn ich mir das Handbuch dazu kaufe, dann mache ich auch eine Checkliste dazu. Dass wir ein bisschen mehr mit der Performance Bescheid wissen. Dass wir nicht so viel Rätsel raten müssen, sondern ein paar Fakten haben. Und das ist eigentlich ein ziemlich robustes Flugzeug. Ja, es wurde durchaus auch fürs Militär benutzt. Man sieht es auch schon, ne? Also dicke, fette Räder eigentlich. Und vollkommen overpowered für die Größe in meinen Augen. Ich glaube, die Engines haben beide 700 PS oder so. Das sind dann zusammen, ne? Für so ein kleines Flugzeug ist das mega viel. Das Ding ist kürzer als die TBM 850, glaube ich. Also 12 Meter ist das Ding, glaube ich, bloß lang. Bin ich der Meinung, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gab davon übrigens auch 2 Varianten, ja. Die ersten Varianten waren, glaube ich, ein bisschen kürzer. Und dann irgendwann wurden die... Also wurde die Fuselage, also das, ach Gott, wie sagen wir auf Deutsch? Der Rumpf um ein bisschen erweitert auf 12 Meter und 1 Zentimeter ungefähr. Ja, und Flügelspannweite ist 14 Meter, es ist also breiter als lang. Und 4 Meter hoch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber nagelt mich jetzt auf die Maße nicht fest, ja. Gut, liebe Leute, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich denke, für den ersten Eindruck reicht es. Mein Fazit nochmal ganz kurz zusammengefasst, also für den Preis, ja, für die 15 Euro bzw. 10 Euro für die Edition-Besitzer ist das Flugzeug einfach top, ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Flugzeug ist von Inibills gemacht, die Qualität stimmt, ist in meinen Augen überdurchschnittlich. Es ist jetzt nicht jedes System simuliert, aber ich sag mal, das meiste, was ich für einen Turboprop erwarten würde, ist wirklich da. Bei der Beta-Range bin ich mir bei dem Flugzeug jetzt nicht hundertprozentig sicher.
ob sie so simuliert ist, wie sie sein sollte, das ist für mich für dieses Flugzeug schwer zu sagen, weil ich dazu wenig Informationen zu dem Flugzeug habe. Der Sound ist in meinen Augen ein bisschen schwach. Das Propellergeräusch in meinen Augen, ja, ist ein bisschen zu schwach abgemischt. Es ist da, aber es ist zu leise in meinen Augen im Vergleich zu der Turbine. Und ansonsten ist das ein sehr, sehr spaßiges Flugzeug. Autopilot funktioniert, ILS geht. Wir können umschalten auf ein Garmin, wer möchte. Und ja, also mit dem Preis, gerade auf der Xbox, wo die Alternativen doch sehr, sehr mau sind, denke ich mal, kann man auf jeden Fall zuschlagen. Ne? Keine Frage, kann man nichts falsch machen eigentlich. Am Ende dann wie immer auch der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle. Und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten ein bisschen austauschen, rumchatten, unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder für so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanal-Mitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.